Rückblick. 2018 hieß das Jahresmotto der Sportregion Stuttgart Fairplay, Werte und Ethik im Sport. Wir von Regio TV haben darüber regelmäßig berichtet, tolle Sportarten kennengelernt und uns mit einigen Fairplay-Regeln und Ethikcodes beschäftigt. Auch die Sporttalks zu diesem Thema waren ein voller Erfolg. Höhepunkt des Jahresmottos war aber sicherlich die Verleihung des Fairplay-Preises 2018 in Herrenberg. Ich glaube, es kam sehr gut an und es ist auch so ein Thema, das wirklich an die Grundwerte des Sports immer wieder dann ins Thema und in den Fokus auch rückt. Im klassischen Format, im Sporttalk, erstmals mit einem Fairplay-Preis in 24 wunderbaren Videosequenzen gemeinsam mit Ihnen, mit Regio TV, mit den kommt es, glaube ich, auch gut an. Man spricht darüber. Und am organisierten Sport, glaube ich, ist man immer wieder gut beraten, sich auf dieses Thema zu berufen. Aus Fairplay, Ethik und Werte im Sport wird ab sofort also Sport in der Natur. Ein Thema, das dem Vorsitzenden der Sportregion Stuttgart und Oberbürgermeister von Schorndorf, Matthias Klopfer, besonders gut gefällt. Wunderbar, Fahrrad zu fahren, wandern zu gehen, Skifahren zu gehen, das ist jetzt in der Region Stuttgart sicherlich schwerer, aber es ist wirklich das Top-Thema. Man sieht es zum Beispiel am Deutschen Alpenverein, das ist der Verband, der die größten Mitgliederzuwächse in Deutschland hat und das ist nicht nur, weil die ständig in den Alpen unterwegs sind, sondern eben auch hier bei uns im Remstal, im Neckartal, im Pfälztal. In Stuttgart ist es wunderbar, ich habe lange in Stuttgart gewohnt, kann man perfekt Mountainbiken oder Rennrad fahren, aber auch wandern gehen und von daher, glaube ich, sind wir da wirklich ganz nah am Puls der Zeit. Denn wer Sport in der Natur betreibt, zum Beispiel viel Fahrrad fährt oder natürlich läuft, der tut zwangsläufig auch Gutes für sich, seine Gesundheit und die Umwelt. Dafür müssen dann aber auch die Gegebenheiten passen. Man kann ganz viel lernen von den lebenswertesten Städten dieser Welt. Ganz regelmäßig im Ranking sind ganz vorne Oslo, Kopenhagen, Wien. Und was machen die anders als Stuttgart? Vorfahrt für Fußgänger und für Radfahrer, Vorfahrt für den ÖPNV und ein klares Vorfahrtachtenschild für den Autoverkehr. Und ich glaube, da sollten wir hinkommen. Dazu muss man im Alltag sich bewegen. Ich bin heute auch zu Dienstterminen, auch im November, auch wenn es kalt war, mit dem Fahrrad gefahren. Erstens geht es meistens schneller. Zweitens erholt man sich auch noch ein bisschen. Drittens was für die Umwelt. Und von daher freue ich mich auch als Aufsichtsratsvorsitzender der Remstalgartenschau auf dieses Themenjahr 2019 zum Thema Natursport in allen Varianten. Regio TV Stuttgart wird das Jahresmotto Sport in der Natur auch 2019 begleiten. Einmal im Monat werden wir dann einen Natursport ganz genau unter die Lupe nehmen.